Hallo und herzlich willkommen zu diesem Zusammenschnitt aus dem Geburtstags-Livestream. Turbi Raptor wurde 2 Jahre alt und das haben wir gefeiert mit einem 3-stündigen Livestream. Hier seht ihr jetzt nur einen Ausschnitt. Der hat einfach Doppelradlenko. Oh, cool. Ach, so, wer macht was, wann, wie, wo? Wer? Eine Werkstatt haben wir auch noch. Eine zweite. Dann würde ich sagen, die Werkstatt ist wieder deine. Und du widmest dich da auch irgendwie den 2 Beobachtungspunkten in der Nähe der Werkstatt. Wait a minute. Oh Gott, da unten ist ja noch ein Sägewerk. Also du nimmst die Werkstatt und die 2 Beobachtungspunkte, die da ringsherum sind um die Werkstatt. Ah, Werkstatt, ja, kann ich machen. Ich fahre zur Holzstation im Norden und nehme auch den Beobachtungspunkt im Norden mit. Und fahre von da aus dann zum Sägewerk im Süden, also beziehungsweise im Südwesten, und nehme da den Beobachtungspunkt auch noch mit. Also den da. Alter, warte mal. Du fährst von welchem Sägewerk? Ich fahre Holzstation. Der Holzstation? Ja, okay. Über den Beobachtungspunkt? Ja, das sehe ich. Über den Beobachtungspunkt? Ja. Und fahre dann zu dem Sägewerk. Und ich muss, Sägewerk, was mir gerade so einfällt. Ich muss noch einmal ganz kurz was umstellen, denn die Maus wird gar nicht mit aufgenommen. Das war in Factorio wahrscheinlich auch schon so. Ah ja. Ja, okay, also ich fahre hier erstmal durch, ne? Du fährst hier zur Werkstatt, nimmst dabei den Beobachtungspunkt und den Beobachtungspunkt. Ja. So, dann fahren wir hier durch. Da lang. Zu dem Punkt. Holzauflieger, das ist dann, aber ich glaube, das ist der Holzauflieger, den du hier drauf machst, auf den, der ist direkt für mittellanges Holz. Der ist so breit. Kann ich 2 Punkte nehme. Okay. Das wäre, glaube ich, dann noch krasser. Mittlerer Holzanhänger. Reparatur-Tour. Erstmal Route Reparatur-Set. Ich hab Reparatur-Set. So ein Tour-Set, weißt du? Ach, egal. Willst du auf Tour gehen, fettes oder? Fettes Zeug, ja. Ui. Ey, ich kann sogar das Reparaturset noch mit dazu nehmen. Ja, dann zusätzlich ich bin zum, zum Sattelauflieger. Hä? Okay. Na dann, los geht's. Ich fahr wieder mit Joystick. Nicht mit Lenkrad? Nee. Und geben wir mal Gummi, dass wir dort fix hinkommen. Schon am neuen PC ist das jetzt auch, dass ich mit 2 Händen jetzt auch Lenkrad lenken kann, endlich. Okay. Warum war das vorher nicht so? Weil da mein Mikrofon quer über den Tisch ging und ich da mit der zweiten Hand dann nicht hinkam. Okay, wo ich ja da hinten lang muss, ne? Wo du lang bist, richtig. Ich bin falsch abgebogen. Das ist aber nicht so schlimm. Und fahr mal einfach so. Ich muss sagen, der Anhänger ist nervig. Welcher Anhänger? Der Sattelauflieger, Dingsbums. Okay. Junge, der hat 800 Liter, kann der tragen. Treibstoff oder Treibstoff, was? Treibstoff, ja. 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 Gelenk muss ein bisschen träge. Ja, also doppelachsige Lenkung.
Das soll ein Weg sein hier, du. Warte mal. Ach, moin. Kommst du an dem anderen Auto vorbei? Du mal das Frage. Ja. Okay, cool, dann kannst du das nämlich freischalten, dann muss ich nicht abkoppeln hier. Ich biege jetzt hier ab. Aber aus der anderen Richtung einfach mal vorbei. Hm. Denk dran, auf der Straße hier ist dann irgendwo eine Blockstelle, ne? Ich glaube, wir müssen uns auf jeden Fall noch ein Fahrzeug machen, das nur für Tankanhänger ist. Macht es. Warum? Es ist eine sehr angenehme Straße hier und alles. Warum? Weiß ich nicht. Bin gerade mit extrem niedriger Geschwindigkeit gegen den Holzpfosten gefahren und dadurch 460 Schaden bekommen. Sehr gut. So, jetzt mach ich wieder Popcorn im Auspuff, der jetzt aber nach oben geht. Das heißt, nach oben hin speichert's Feuer aus mir raus. Ich bin ein Drache. Ja, du bist ein Drache. Ja. Und hier ist ein Fluss, der sich mitten durch die Pampa zieht. Toll. Sicher, dass es nicht die Pampa ist, die neben dem Fluss ist? Ich überleg gerade. Wir sind ja Macho, das heißt, es wäre sinnvoll, wenn ich meine Sicht noch mit aufnehmen würde, dann einfach für einen Zusammenschnitt. Jetzt im Livestream bringt das zwar nicht so viel. Es wäre möglich, aber. Aber dann würden die Leute dann später, die sich Zusammenschnitt ansehen vom Livestream, nur noch meine Sicht ansehen. Soweit so mein Plan. Ich sag mal, wenn sich das jemand wünscht, dann können wir das ja auch noch irgendwie einbauen. Ich müsste halt nur gucken, wegen Internetleistung. Hm. Zumindest direkt in Stream einbauen. Ja, oder? Genau. Aber das soll sich doch bitte jemand wünschen. Ansonsten kann ich einfach meine Sicht streamen, wenn du willst. Naja, das können wir machen, aber das soll sich bitte jemand wünschen, sonst machen wir uns einen Aufwand nicht. Ansonsten gibt es eben nur einen Zusammenschnitt, dass ich da einfach reinschneide in meine Perspektive noch. Genau. So, ich bin bei der Werkstatt. Ich bin am Beobachtungspunkt. 110 Liter getankt, ey. So viel Kraftstoff verbraucht. Sattelkupplung können wir, glaube ich, abmontieren. Tankwagen. Ich würde mich als Tankwagen umbauen. Der hat auch einen Wendekreis wie so ein, keine Ahnung was. Ey, ich finde es manchmal so Autokräne, was die. Die können das im Teil mit allen Achsen lenken, aber haben halt trotzdem einen Wendekreis sondergleichen. Ja. Aber wahrscheinlich deswegen können sie auch mit allen Achsen lenken, weil sonst der Wendekreis noch größer für gut und böse wäre. Naja. So, ich fahr mal kurz an der Tankstelle vorbei. Die ist ja gleich nebenan. Oh, mach das. Aber hat nur 3 Gänge, das Ding hier. 605 Liter getankt, einfach so in den normalen Tank. Eieieiei. Drei Scheibenwischer. Das ist auch so ein Flex. Eine Scheibe, 3 Scheibenwischer. Das hast du nicht bei vielen. Kann man die Warnleuchte eigentlich irgendwie einschalten? Weiß ich nicht. Probieren wir mal Post 1. Nö. Mit Post 1 jetzt ja in anderen Spielen zumindest. Licht war K, J, H, H. Hm.
Lichtes Haar und gehes Hupe. Haar wie Licht und gehe wie Hupe. Haar wie hell. Ja, und geh wie Hupe. Ja. Da fällt mir eigentlich auch nichts ein, was mit G ist und was mit Hupe zu tun hat. Gutes Verständigungsmittel. Ich glaube, dass ihr hier, dass die als Testmap gefahren sind, aber ich bin hier die ganze Zeit nicht zurechtgekommen mit den Flüssen. Was für Flüsse? Ich bin bisher über keinen einzigen. Aber mit dem LKW geht's eigentlich ganz gut, da einfach so durch die Flüsse durch. Einmal flatsch rein und wieder raus. Und du pass mal auf, ich hol mir jetzt auch mal dann gleich Holz. Und fahr dann noch mal am Beobachtungspunkt vorbei. Ja, Handbremse. Ich wollte gerade fragen, warum führt der Weg hier rein, aber ich glaube, das ist kein Weg, das ist ein Fluss. Ich bin total schaden. Das kam jetzt überraschend. Was hast du gemacht? Bin vorsichtig gegen den Baum gefahren und habe dabei dann vollen Schaden bekommen, weil ich hatte ja schon 400 irgendwas Schaden. Wieso fährst du vorsichtig gegen einen Baum? Weil der Wendekreis zu groß war. Hast du ein Reparaturset eingepackt? Na gut, geht wahrscheinlich nicht mit Holz, ja. Seh ich so aus. Warte mal, was pack ich denn hier jetzt? Ich nehme einen Mehrzweckanhänger mit. Damit ich dich reparatieren kann. Pack das Reparaturset dafür raus. Und einen Holzauflieger. So. Und dann müssen wir nochmal ganz kurz dann hier. Ups, falsch umgewendet. An der Tanke vorbei. Wenn der Motor im Eimer ist, kann man nicht mal mehr eine Winde anbringen. Mit welchem Strom soll die Winde auch funktionieren? Schade. So. Man hat richtig gesehen, wie der eingesackt ist, ey. Eieiei. So. Man merkt, wie er so ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Aber auch nur so ein bisschen. Ein bisschen. Da ist natürlich jetzt die Frage. Fahre ich erst zu dir? Oder lade ich vorher noch Holz an? Auf. Kann nur noch liegen bleiben, das ist nicht. Ja, okay, ich fahre zu dir. Dann lasse ich einfach den Anhänger dann stehen. Dann habe ich zwar selber kein Reparaturset mehr dabei, aber oh mein Gott. Wo bist du eigentlich? Sollte ich mir vielleicht vorher mal markieren? Weg zum Holz holen. Da. Kurz vor der Holzstation. Das macht es nicht besser. Naja, nee, das ist schon eins dieser langsameren Geräte. Aber ich meine, das heißt ja bei dem... Einfach nur, die haben viele PS, aber keine VMAX wirklich. Die Karten sind ja an sich nicht so groß. Ich meine, die Größe wird halt dadurch erreicht, dass halt alles schlammig ist, wenn du langsam vorankommst. Aber so von der Strecke von oben nach unten fahren, das ist jetzt an sich im Vergleich zu anderen Spielen nicht so viel.
Hier könnte ich mir mit dem Kran wieder Holz holen. So wie in der letzten Folge. Ist auch hier, die Stammausgabe ist auch da. Also da bei dir ist auch eine Stammausgabe und bei mir ist auch eine Stammausgabe. Ja, wo es eine Holzstation gibt, da gibt es auch eine Stammausgabe. Aber es gibt nicht bei jeder Stammausgabe eine Holzstation. Sicher? Ich glaube schon. Es gibt noch Holzstation ohne Stammausgabe. Also nicht auf der Map, aber auf anderen Maps ist es so. Ja. La 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 la. Hallo. Warte mal, da kann ich doch gleich hier Holz aufladen. Das ist ja praktisch. Ja. Die Reparatursets hat's dabei. 600. Achso, das sind einen riesigen Anhänger. Riesig ist anders, aber. Jetzt wäre ich fast selber gegen den Baum gefahren. Und der fährt mir fast rein, obwohl ich ihm gesagt habe, pass auf, dass du mich gleich reinfährst. Möchte ich. So. Ein Wendekreis, du. Bumm. Ich glaube, ich mit Tastatur und nicht mit Joystick. Wir müssen aber die Route zurück, oder? Ja, da kommst du zum Sägewerk an der Werkstatt, wo wir schon waren. Und dann von da aus geht's dann noch weiter zu einem anderen Sägewerk. Aber wir können ja beide erstmal das Sägewerk da beliefern. Von wo ich herkam. Also von der Werkstatt, wo wir herkommen. Wenn wir beide unser Mittelholz da abgeben, dann ist das ja schon mal fertig, das Sägewerk. Ja. Dann können wir einfach zurück machen, die Beobachtungspunkte noch. Und schauen da einfach mal. Jo. Warte auf mich. Nö. Warte mal, habe ich mir eine Route gesetzt? Nein, habe ich nicht. Ich weiß, wo lang. Ah, stimmt, das war das mit dem Fluss hier, ja. Ich erinnere mich. Da hatte ich dann irgendwann einfach aus Nerv einen Truck hingestellt, der nur dafür verantwortlich war, das, dich rauszuziehen. Ja, weil ich immer hier irgendwo in der Region hängen geblieben bin, an den Flüssen. Das war dann aber halt auch nicht mit diesen Trucks hier. Ey, das war auch den ganzen klein am Anfang. Ja. Hatten wir hier noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, das war aber an der anderen Stelle. Wo wir nochmal über den Fluss müssen. Hier in der Region war das. Hier hatte ich den dann, glaube ich, hingestellt. Ja, irgendwo hier so. Da. So, ich meine, hier geht das Wasser nicht mehr ganz um die Räder. Ja. Trotzdem, für den Anfang war das für mich eine Herausforderung hier. Jetzt ist ja gar nichts. Da bin ich ja schon bis zum Führerhaus im Wasser gefahren und dann ist der LKW weggeschwommen. Aber ich sag mal, den ganzen LKW hast du auch noch nicht verloren hier. So wie auf anderen Maps. Nee. Sag ich, auf anderen Maps bin ich ja schon bis zum Führerhaus im Wasser gewesen. Naja, und halt auch weggeschwommen. Du kannst einfach kurz hinter mir warten, dann haben wir beide weniger Probleme mit Wänden. Fuck. Wenden in 3 Zügen, Tobi.
Wir können Straße fahren. Mein Kamerad hat gerade eine 360-Grad-Drehung gemacht. Wir können Straße fahren. Wo fährst denn du hin? Ja, hä? Also ich dachte, wir nehmen das nächste und nicht das andere, wo wir gerade waren. Ach, wir nehmen jetzt wieder da hinten das. Achso, ja, okay, dachte das ich jetzt. Machen. Also. Ja, komm, machen. Ich meine, zurückfahren müssen wir anders, ja, aber ja, klar. Jetzt können wir eigentlich die, auch die Route nehmen über die Straße. Ja, warte kurz auf mich. Ich muss ja auch hinterher fahren wieder. Kann dich nicht einholen, ich bin so langsam. Das Blockstellen hier. Wer ist auf, nur auf die Idee gekommen? So. Ja, dann geht die Bäcker eigentlich recht schnell. Wollen wir den Tanker vorbeifahren? Ach nee, machen wir dann sowieso. Ach, ich habe noch 500 Liter. Naja, von mir, ne? 580 Liter habe ich noch. Wie fährst du? Wir fahren sowieso dran vorbei, wenn wir nach rüber fahren. Zu der anderen Sägewerk. Zu dem anderen Sägewerk. Ich folge dir vom unauffällig. Du hast die Route, du hast den Plan jetzt so. Unauffällig, ja. Folgt ja unauffällig, ja klar. Bin total unauffällig. Ich schieb dich nur hin und wieder mal. Dunkel wieder war. Immer dieser Tageswechsel. Tageszeitwechsel. Tag-Nacht-Wechsel. Mal rumdrehen hier. In 33 Zügen. Bitte nicht rückwärts fahren. Bitte nicht rückwärts fahren, habe ich gesagt. Sie bin ich absichtlich rückwärts gefahren. Ja, ich fand's lustig. Das habe ich gesehen, wie lustig du es fandest. Und zu hoch? Rum. Gerade so. Rum. Die Drehzahl. Der dreht ja richtig, der Motor. Hier beim Hochfahren. Einmal schnell Matsch abwaschen. Oh ja. Oh, ich hab Schieflage. Ja, komm. Wenn du was noch was reparieren willst, dann jetzt. Naja, ich feier mal ganz kurz. Ah, ich hab gar keinen Schaden. Du hast mir alles repariert, ja. Ja, Reparatur sind jetzt nicht verfügbar. Schade. Nein, nee, das würde ja unter den Dings kommen.
Also unter das Holz. Ich dachte, das kommt ja irgendwie noch zwischen Führerhaus und Holz. Nee, also zwischen nee. Da. Die Lücke, wo das Rad ist. Das ist nur mit den, mit den Rädern, ist das so. Ersatzrad. Mhm. Aber das Reparaturset, das wird ja wirklich auf das Metallgestelle hier drauf montiert. Das ist ein richtiger Kasten. Ja, jetzt haben wir hier am Schulter am Wasser. Am Strand. Einmal über Strand hier heizen. Heizt. Ja, heizt. Im dritten Gang will er hier hochfahren. Weil diese Automatikschaltung nicht überlegt sich, aber auch ein paar witzige Sachen, du. Ich müsste einmal Route neu machen. Runterschalten? Nö, warum denn? Manuell schalten hatte ich auch keinen Bock drauf. Kannst du machen. Du kannst einfach kurz auf manuell umsteigen. So die linke Maustaste, dann den Fahrhebel nehmen und dann kannst du Plus und Minus machen. Oder auf Automatik wieder. Ich hab's so abgewürgt. Geil. Oh, hinter mir ist dunkel. Wie dunkel ist es sowieso, weil ich dein Licht nicht sehe. Aber. Ja. Ich wollte, ich sehe dich nicht mehr, du bist weg. Wo muss ich lang? Hilfe, ich bin verloren. Na, weiter den Schrank, den Schrank entlang. Den Schrank entlang. Hup mal, damit ich weiß, wo du bist. Weiter den Schrank entlang und dann irgendwann links, rechts abbiegen. Okay, ich hab dich, ich hab dich. War das Ganze manuell, ne? Nach dem einmal Motor abwürgen, habe ich ihn nicht nochmal abgewürgt. Glückwunsch. Also wir fahren jetzt ein bisschen Offroad, also nicht wundern. Hier gibt's nämlich aktuell keinen Weg. Nett. Zumindest keiner, der eingezeichnet ist. Motor abgewürgt. Nein, nee, abgewürgt nicht. Ich bin nur stehen geblieben. Aber stand nicht da, Motor abgewürgt. Er ist auch weitergelaufen. Er wird nur fast abgewürgt. Oh, 6 Schaden. Blöde Steine. Ein Weg. Ja, Wege. Und ein Fahrzeug für dich. Toll. Auch ja, ne? Nee. Okay. Ist freigeschaltet. So, da sind wir. Aber warte mal, ich glaube, wir müssen, bevor du das abgibst, soll ich gleich erstmal einfach auch stehen, müssen wir noch den Beobachtungspunkt machen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, was für Fahrzeuge hast du? Viele. Naja, hast du irgendeinen kleinen Späher? Was weiß ich. Also meine Fahrzeuge sind aber alle hier sehr weit weg. Du hast doch hier genau ein Fahrzeug gerade freigeschaltet, das direkt neben uns steht. Steht es immer noch als gesperrt da. Blöd, das ist hier weg. Was? Sie stehen da immer noch gesperrt. Ja, bei mir ist es fast auch noch gesperrt. Interessant. Ja, dann kannst du mal zurücksetzen und gucken. Dass du dann den Punkt da machst,
der dann noch ein Stück weiter ist. Weil ich würde halt ungern das Holz riskieren, weißt du, ich meine? Ja, ja. Die Beobachtungspunkte sind jetzt meistens ja nicht so die zugänglichsten. Ach, da ist es. Und ich fahre mit dem alten C4 noch was. Auch noch mal kurz zur Werkstatt. Es ist ein kleineres Fahrzeug, auf jeden Fall. Das ist ein Tankwagen. Es ist alles kleiner. Du kannst ja. Kannst du nochmal aufbilden? Ja. Wenn du dran vorbeifährst. Ich habe noch 430 Liter. Dann fahre ich nochmal zum Sägewerk ran. Noch nicht rein ins Sägewerk, aber schon mal nach ran. So. Und da ist der Beobachtungspunkt. Das kann noch abmontiert werden und den Rest brauchen wir auch nicht. So, dann fahre ich jetzt so. Ja! Nichts passiert. Okay. Ich bin nur gegen Baum gefahren. Fahre ich dann hier lang, dorthin, da lang. Wir mitten quer durch den Wald fahren, oh nee. Da muss ich ja nicht durch den Fluss, das ist kein Problem. Boah, der ist aber auch der wirklich direkt hier vor uns in dem Wald drin. Ich sehe ihn schon. Es gibt garantiert einen einfachen Weg, aber den wirst du nicht. Den wirst du erst sehen, wenn du da bist. Nee, hier um den Beobachtungspunkt herum ist alles Wald. Echt? Wow. Dann einmal hier Holz abladen. Yay. Fertig. Glückwunsch. Hä? Es passiert nichts. Ja, nee. Ich habe auch noch nicht abgeladen. Du hast noch nicht abgeladen. Hm. Naja, außerdem haben wir noch einen Beobachtungspunkt. Der ist doch. Naja, wir haben zwei. Du hast noch einen zweiten. Ja. Ach, lol. Ja, dann. Da bin ich doch gerade auf dem Weg. Ach so. Das war schon der letzte Beobachtung, nee. Den ich jetzt gemacht habe. Das war doch, als ich mit dem Anhänger auf dem Weg zu dir war, weil du festgesteckt hast. Da ja. Habe ich den dann nicht noch an der Seite mitgenommen, beziehungsweise oder Holz so, mitgenommen. Hätte ich auch machen können. Weil ich nicht mit einem Drehschemel-Anhänger einen Beobachtungspunkt wollte. Ja gut. Ob das jetzt so viel besser ist, ich weiß es nicht, aber... Ich sag mal, wenn ich dann da auch noch liegen geblieben wäre, wäre doof. Ja, das ist toll. Dann warte ich mal. Kriegst du einen Stream von mir? Bin ich nicht nett? Ja, total nett. Funktioniert er? Also ich schau dir zu. Okay. So, meine OBS-Aufnahme habe ich jetzt mal geschlossen. Da ist jetzt nichts mehr. Ja, auf der anderen Seite, vielleicht schneide ich es doch nicht mit rein, weil ich glaube, so viel Spannendes ist bei mir jetzt nicht passiert. Du bist gegen Baum gefahren. Außer einmal gegen Baum fahren. Zweimal, oder? Nur zweimal. Deswegen. Ja, nee, dann mache ich es mit dem Schnippeln einfacher. Nur als Livestream-Zusammenschnitt von deiner Perspektive.
Ups. Ja, das habe ich auch immer getan. Einmal gekonnt gegen Baum gefahren. Da ist ein Weg. Nee, das ist Strand. Ist so rutschig hier. Ich dachte kurz, du fährst jetzt nochmal gegen den Baum. Ja, aber weil man immer wieder so zurückrutscht, ne? Ah, ist ja fahrtechnische Meisterleistung. Oh, ein Schaden. Und gegen den Baum. Nein, natürlich nicht. Hier war halt wirklich ein Weg. Ja, perfekt auf dem Weg, der Punkt. Okay. Nichts passiert. Jo, wieder ganz. Haben wir. Ja, spiel ist aber die Verbindung beendet. Ich war wieder zu lange draußen. Da krieg nur ich jetzt Punkte. Nice. Okay, ja. 37 Minuten, 450 Liter. Wir haben jetzt alle Fahrzeuge freigeschaltet. Kraftstoff, beide Werkstätten freigeschaltet, alle Trucks, alle Beobachtungspunkte, 5 Kilometer zurückgelegt. Null mal gerettet, ah ja. Ja, zur Werkstatt gerettet meint halt, wenn du 100% Schaden hast, dann kannst du dich ja auch per Knopfdruck zur Garage retten lassen. Ach so, ja. Also, ein ADAC anrufen, ne? Ja, das war's mit diesem Zusammenschnitt. Schaut doch gerne bei den anderen Zusammenschnitten rein und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.